Willkommen zurück zu Skyrim Dawnguard. Wir sind momentan noch Level 3, das heißt 7 Level stehen uns noch bevor, bis wir die Dawnguard-Quest anfangen können. Deswegen begeben wir uns jetzt in die nächstgrößere Stadt und das ist da, wo wir auch unseren Auftrag haben, Weißlauf. Dort müssen wir mit dem Jarl sprechen und ja, mehr müssen wir da erstmal nicht machen. Wir haben als Begleitung dabei den Fendal. Ich kenne den noch nicht so, deswegen kann ich mir den Namen nicht merken. So, und ich glaube hier, den Weg hoch geht am schnellsten. Da liegen noch die Wölfe vom letzten Mal rum. Ich glaube, ich latsche mir jetzt querfeld ein. War vielleicht nicht, ich habe nicht der beste Weg. Man kann im Prinzip auch am Fluss entlang gehen. Dann rüber. Das wäre dann der eigentliche Weg dorthin. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Über Stock und Stein. Da sehen wir auch jetzt hier schön Weißlauf liegen. Wolltest du mich gerade umrennen? Ja, schön mal ein Stück zurückweichen. Sehr gut. Obwohl es natürlich nicht ganz so hübsch aussieht, weil in der Entfernung die Auflösung ja noch nicht so dolle ist. Ich hätte gern ein Pferd. Genau da vorne müssen wir jetzt gerade mal hin, da ist nämlich dieser Riese, der bekämpft wird von dem, von den Kriegern da. Diese, ich weiß nicht, wie die im Deutschen dann heißen. Das erfahre ich gleich. Wir könnten denen helfen, aber warum andere Leute Arbeit machen? Und warum Riesen töten? Naja. Mir sowieso schon umgefallen. Naja, das hat sich erledigt. Und das haben wir nicht euch zu verdanken. Ich weiß. Ihr saht nicht so aus, als würdet ihr Hilfe brauchen. Das ganz sicher nicht. Aber ein wahrer Krieger hätte es sich nicht nehmen lassen, gegen einen Riesen anzutreten. Deshalb bin ich mit meinen Schildbrüdern hier. Was ist ein Schildbrüder? Bruder. Sei doch nicht nur gerade ein Schildbürger. Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Nein. Ein Orden von Kriegern. Ja, doch, natürlich. Wir sind schon. Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. ich habe das noch nie gesagt. Das klingt nach einer Zeitverschwendung. Niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Wenn ihr denkt, dass ihr besser seid als wir, solltet ihr mit Kodlak Weißmähne reden. Dann seht ihr, was einen wahren Krieger ausmacht. Okay, das heißt, die Quest kriegt man auf jeden Fall, egal was man antwortet. Die Schildbrüder. Oder Gefährten. Ja, denen können wir natürlich beitreten, deren Aufgaben erledigen. Da können wir natürlich auf jeden Fall ein bisschen aufsteigen. Gerade ein paar Kartoffeln mitnehmen. Toll, stellt einen Gesundheitspunkt wieder her. Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht guttun. Tut sie nie. Ich verkaufe Kartoffeln, die ich dir gerade vom Feld gestohlen habe. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ihr solltet mal Gemüse bei Carlottas Stand kaufen. Das meiste davon stammt von meinem Hof. Okay. Naja, es ist schon so, dass wenn man hier hilft bei der Feldarbeit, dass man sozusagen für die Ernte das Geld bekommt. Nicht das, nicht so wie bei Händlern, wenn man jetzt deren Sachen klaut, dass man dann sie sozusagen betrügt, sondern es ist hier schon so gedacht, man hilft bei der Ernte und bekommt dann seinen Lohn dafür.
Das habe ich noch nie so wirklich betrieben, aber ich mache das jetzt mal. Das finde ich eben gerade sehr witzig und entspannend. Ein bisschen Lauch, ein bisschen Lauch, ein bisschen Kohl, ein bisschen Kohl, ein bisschen Kohl, ein bisschen Kohl, ein bisschen Lauch. gucken, ob ich das ganze Feld hier noch abernten kann. Die zwei hatten wir schon. So. Und... Hüpf. Weil der braucht ja den ganzen Tag dafür mit seiner Geschwindigkeit hier. Komm, ich helfe dir. Zack, zack. Gut, euch an meiner Seite zu haben. Ich könnte mehr vertrauenswürdige Leute brauchen. Tja. Sind halt nicht so alle so toll beim Ernten wie ich. Was ist mit dir? Was kann ich für euch tun? Okay. Das ist auch eine Elfe, ne? So eine Dunkelelfe. Ich möchte gerade mal gucken. Kohl gibt drei, gibt auch einen Gesundheitspunkt. Der Lauch auch einen. Ja, okay. Es liegt Frost in. Mir gehört der Pelagierhof direkt vor der Stadt. Ich verkaufe Kohl. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ich verkaufe immer noch Kartoffeln. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Ich habe da immerhin 60 Gold für gekriegt. Gemüse bei Carlottas Stand kaufen. Das meiste davon stammt von meinem Hof. Ich finde, das hat sich richtig gelohnt. Okay, aber dann gehen wir jetzt mal durch die Stadttore. Moment. Wie viel Gold habe ich denn jetzt? Steht da nicht. Bei unter Magie natürlich auch nicht. Objekt. Draklas Gold 1414. Das reicht, glaube ich, noch nicht für das Pferd hier, oder? Kostete das 500 oder 5000? Oder was ganz anderes. Ich hatte irgendwas mit 5 gerade im Kopf. Kann mich aber auch irren. Das ist mir noch mehr Kartoffeln. Egal. Genug geerntet für heute. Ich möchte euch auch nicht mit der Ernte zu Tode langweilen. So, jetzt sind wir bei den Stellen von Weißlauf und ja, da können wir dieses Pferd kaufen. Ich habe die schnellsten Rösser in ganz Himmelsrand. Ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Ja, ein Mädel wie ich brauche ein Schlachtross. Kann ich ein Pferd kaufen? Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Das wären 8000, okay. 1000 Goldstücke. Ja, komm, gib her. Abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Reitet schnell wie der Wind. So, dann gehört uns das jetzt. Wenn wir, ich finde das eigentlich sehr hübsch, das Dunkle. Wenn wir an anderen Städten vorbeikommen mit Pferdeställen, können wir natürlich auch andere Pferde kaufen. Ich wurde ja tatsächlich mal gefragt, wo man Pferde kaufen kann. Bei Pferdeställen vor Städten. Mache ich jetzt hiermit nochmal deutlich. Die sehen dann natürlich auch unterschiedlich aus. Sind aber auch teilweise teurer. Dann sprechen wir jetzt mit dem Jarl, wenn wir hier überhaupt reingelassen werden. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Dann gehen wir wieder und beenden das Spiel an dieser Stelle. nein, ich habe eine Nachricht für Helgen, von Helgen über den Drachenangriff. Na schön. Aber wir behalten euch im Auge. So, da haben wir es geschafft. War wieder ein langer Ladebildschirm.
Dann hören wir doch jetzt erstmal ein paar Gespräche mit an. Ich glaube, die zwei da vorne unterhalten sich nämlich gleich. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfriks Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Ja, das ist die Schmiedin hier. Ich könnte auch gleich schon mal ein bisschen gucken, was sie hat. Und solange wir hier rumlaufen, könnten wir doch eigentlich unsere Mütze mal abnehmen. Und die Pfeile. Ich finde, das sieht dann ein bisschen netter in Anführungsstrichen aus. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Arbeitet ihr den ganzen Tag in der Schmiede? Ja, das tue ich. Muss ich auch, wenn ich eines Tages so gut wie Eol und Graumähne sein will. Ich habe sogar gerade mein bestes Stück fertiggestellt. Es ist ein Schwert. Ich habe es für den Jarl hergestellt, für Balgruuf den Älteren. Es ist eine Überraschung. Ich weiß nicht mal, ob er es annehmen wird, aber... Könntet ihr das Schwert zu meinem Vater Proventus Aveniki bringen? Er ist der Vogt des Jarl. Er weiß, wann der richtige Moment ist, es ihm zu geben. Das machen wir doch. Danke. Werft einen Blick darauf. Und dann gucken wir noch in ihre Waren. Oder ich verkaufe welche. Ich habe ja noch nicht so wirklich tolle Sachen. Oh, ich müsste da noch Leder herstellen raus. Hat sie vielleicht irgendwas, irgendeine Axt oder sowas für mich? Ein kleines Schwert. Ich habe natürlich jetzt diesen schönen Mod Vergesst nicht mehr drauf. Nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls sie etwas braucht. Wo ich sehr hübsche Schwerter herstellen konnte. Vielleicht mache ich doch solche Sachen bei Gelegenheit mal wieder drauf. Ich weiß noch nicht. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwas herstellen kann. Baumaterialien. Ach, das ist jetzt auch neu durch dieses durch den anderen DLC. Eisenbeschläge, Nägel, Scharniere. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das alles funktioniert. Da lasse ich erstmal meine Finger von. Muschelkäferhelm. Okay, kenne ich auch noch nicht. Den könnten wir spaßeshalber doch irgendwann mal herstellen. Zwei Muschelkäfer-Chitin brauchen wir dafür und Eisenbarren. Die Kette kenne ich auch nicht. Amulett des Knochenhabichts. Das ist wahrscheinlich dann jetzt von Dawnguard. Das sieht zumindest irgendwie so aus, als könnte das von dem DLC sein. Okay. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Wir werden noch genug Gelegenheit bekommen, bei ihr zu kaufen, auch drin, dann... Ich möchte nur jetzt vorher eigentlich noch zum Jarl gehen. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten? Nein, ich möchte mich nicht mit einer alten Frau unterhalten. Jetzt nicht und in Zukunft nicht. Ich flitze hier jetzt mal schnell durch, weil die meisten von euch kennen Weißlauf ja schon. Und ich möchte jetzt in der Folge jetzt noch dazu kommen, mit dem Jarl zu sprechen. Wenn ich jetzt noch anfange, mit den Leuten auf dem Markt zu reden, könnte das ein bisschen langwierig werden. Wobei wir natürlich schon möglichst viele Quests einsammeln müssen, damit wir schnell aufsteigen. Gar nichts.
mein Herr. Bitte. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Ich habe Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Das dachte ich mir. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davonflog. Bei Ismir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr. Wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Ja, da verfolgen wir ihn jetzt gleich mal. Folgen wir ihm. Ups, ich habe irgendwie gerade meine Tasten mal wieder... Ich bin gerade auf langsam laufen, obwohl ich auf schnell laufen sein sollte. Ah, Moment, Moment. Okay, gut. Das passiert immer, wenn man langsam läuft und dann ins Gespräch kommt, dann wird das umgestellt. Das ist ein bisschen nervig. Faringar, ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Sie ist nicht mehr dort, denn ich habe sie schon. In Ordnung, wohin soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ölsturz Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ölsturz Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Oh, meint ihr diesen alten Stein? Ah, der Drachenstein aus dem Ölsturz Hügelgrab. Ihr habt ihn schon gefunden. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Versprecher dachte sich bestimmt auch, ach, oh, dieses Wort, Hütsturzügelgrab. So wie er das gerade eben betont hat. Ich habe euch den Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man in Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Ich mag ihm seine Stimme im Deutschen. Ich kenne die ja nur aus dem Englischen. Faringar! Ist mir die noch nie so aufgefallen. Sehr angenehmer Sprecher irgendwie. So, da können wir rumzaubern. Faringar, ihr müsst sofort kommen. Alchemielabor. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ja, und jetzt haben wir den Drachen gesichtet. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das... Aber bevor wir jetzt Drachen jagen gehen, möchte ich eigentlich mal den Part dann beenden. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.